So. ...2500? Nee. Sicher nicht. Das würde sich nur bei einem High-Level-Paladin notieren. Wer hat jetzt schon wieder ins Gras gebissen? Our Magic Bazaar now offers fine new elixirs, Your Majesty. Ach, wieder gegen ein Evil Oculus. Der ist ja noch teurer. Okay, Mausoleum rentiert sich absolut nicht. Hey, sie haben Feuerpfeile. Okay, der Yeti da ist immer noch nicht. Ich wollte gerade sagen, raucht der, aber das wird sein kalter Atem sein. In the name of the Sovereign. Ich kann jetzt schon mal blessen, was gut ist. So, machen wir mal noch den Magic Bazaar. Fertig. Waffen beim Blacksmith kaufen, das ist immer gut. Okay, holen wir mal Mönche. Sovereign, a building has been upgraded. Ja, der Yeti Daut, das Oculus hier unten, die machen mir ein bisschen Sorgen. Vor allem hier ist noch so eine Frosthöhle. Ja. Noch ein Mönch. Wild Adventure builds character. Oh, hat wieder eine. I am enlightened. Das war das Oculus, zum Glück. Hier bin ich mal so nett und helfe ein bisschen mit. In the name of the Sovereign. Let the brother help. I hold your majesty. Wie gesagt, meine Wachen sind teilweise größere Helden als die Helden selber. Weil die Wachen rennen nie weg. Die Wachen sterben viel zu oft und zu gerne für mich, habe ich das Gefühl. Vor allem immer, wenn ich höre, in the name of the Sovereign. Also in meinem Namen kämpfen sie. Ja. Sie opfern sich ja praktisch für mich. So, Shapeshiften erforschen wir mal. Die Zwerge fangen an zu singen. Das ist auch. Das ist auch cool. So. Das Upgraden. Die kauft sich ja was. Sehr cool. Our Magic Bazaar now offers fine new elixirs, Your Majesty. Speed Tonic. Können wir eigentlich das im Inventar sehen? Ja, Speed Tonic, Strange Potion. Sovereign, a building has been upgraded. Da ist das böse Castle wieder. Energies of light. Aber der Rattenmenschenangriff ist jetzt nicht so wirklich. Was? Warum ist es jetzt auf einmal hier? Okay, wir brauchen euch alle hier. Okay, es ist wieder weg.
energies of light. Auch Untote kommen? Okay. I join the name of the sovereign. An unwelcome guest. Energies of light. I serve with pleasure. I told your majesty. In the name of the sovereign. Omnia. Okay, den Angriff haben wir irgendwie abgewehrt. Let a brother help. Not now. The law of Doros is above all others. Hold your magic. Energies of light. So, wir müssen nur noch den Zwerg wieder setzen. Ein Ratapult. Oh. An unwelcome guest. Cool. Oder auch nicht. Aber ja, ich denke mal, die Mission schaffen wir in dieser Aufnahme-Session, doch? Wir haben auf jeden Fall schon mal unseren Aquella-Tempel auf Max abgegradet. Müssen wir noch den Dormus-Tempel upgraden. Eigentlich sollte ich auch den hätte ich schon längst den Magier-Gilde bauen sollen. Aber ich denke, wir kriegen das auch so hin. Our magic bazaar now offers fine new elixirs, your majesty. Oder ich grade zuerst den Palast auf. Das wäre auch eine Möglichkeit. Da oben sind noch zwei Spawner, da sind noch zwei Spawner und da ist noch ein Spawner. Okay, sparen wir erstmal auf den. Aufs Castle. Würde ich sagen. Weil ich könnte auch theoretisch irgendwo einen Außenposten hinbauen. Wo ist denn der Outpost? Den da. Serves as a refugee if your palace is destroyed. Supports two peasant one tax collector and two palace guards. Ja, und erlaubt ziemlich viele Sachen zu bauen. Also eigentlich ist der Außenposten gerade wirklich gut, um einen Außenposten zu bauen, als den Palast zu retten. Wenn der Palast nämlich hin ist, dann ist das sowieso scheiße. So. Du, da wirst mal markiert. Ich will dich nämlich loswerden. Ja, das sind die beiden da unten, ne? Die reichen mir sogar fast schon. Your Highness, the palace renovations are finished. Praise Doros. Jetzt haben wir Gold im Marktplatz. Der muss so, das muss so abgeholt werden. Let a brother help. Jawohl. Mal gucken, was könnten wir noch bauen? Fairgrounds? Nö, nicht so wirklich. Ich wüsste, was wir bauen könnten. Royal Garden. Request Magic Bazaar oder höher? Magic Constructed, they do not require passes or upgrade them.
Let Aprella help. Increases building hit points. Also das macht diese Sachen hier. Frost Shield, Earthquake, Cast Shade Lightning, Gate. Your Majesty, the royal treasury is nearly empty. Oh. Ach du meine Güte, jetzt kommen tatsächlich Vampire. The unholy are near. Okay, ich blässe mal lieber. Ja, ein Haufen gefallene Rager. Sieht so aus, als wären wir den Yeti los. Das Castle steht noch da herum. So, das heißt, wir geben mal 500 Goldmünzen auf jedes Ding hier außer dem Castle, dass die Sachen mal verschwinden. I can now help so many more. Hold your Majesty. Tax collector. So, dann den Garten, den ich gebaut I haben serve möchte. With pleasure. Ja, die meditieren hier und die hier übrigens werden loyaler. Das heißt, die rennen auch nicht so schnell weg. Da greifen zwei Zwerge an, da greift ein Zwerg an, da oben ist schon ein Mönch beschäftigt und hier ist ein Paladin beschäftigt. Zwei Paladin, ne, Paladin und ein Mönch kommt auch noch. Das heißt, bald steht nur noch das Castle. Sehr gut. Your Majesty, a new building is complete. Gold, Your Majesty. So, mehr Geld. Let ja, weil die Veteran Guards, dadurch, dass wir jetzt Level haben und im Allgemeinen ein bisschen besser sind, überleben sie auch länger, was ich auch gut finde. Not now. I've got work to do. Hard work is its own reward. Ja, Harpien haben eine schlechte Defense. Weil, soweit ich weiß, Dodge ist gegen Fernkampf und Defense ist gegen Nahkampf. Also die Wölfe werden eine Weile brauchen, ihn wegzukriegen, vor allem weil er Heiltränke hat. Er wird aber auch eine Weile brauchen, die Wölfe wegzukriegen. Denn die Wölfe haben ja schon eine bessere Defense. More work to do. Er hat aber einen Heavy Warhammer und eine... Ist das noch eine Billigplatte? Das ist eine Billigplatte sogar noch, was der hat. Full Plate Armor hat der und einen Heavy Warhammer. Also die machen lieber erstmal ihre Waffen besser. Weil der da hat einen Steel Shot Hammer. Der kloppt immer noch allein auf den Wind Altar und levelt freudig auf. Oh ja, da kommt doch nachher der Yeti raus. Das wird nicht so lustig. Okay, Castle ist verschwunden. Das ist halb so wild. Wenn es das nächste Mal auftaucht, dann können wir ihm den Rest geben.